Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt in Minecraft. Ursprünglich wollte ich ein Let's Play von dem Zelda Adventure Mod machen, das hat aber nicht so gut funktioniert. Da habe ich nach anderen Sachen Ausschau gehalten und das hier ist bei rausgekommen. Escape Island. Ja, da dachte ich mir, gucke ich mal rein, wie es so ist. Habe das auch schon mal angespielt, ihr seht, um 0.05 Uhr ist es jetzt immer noch. Ich habe gerade schon eine Aufnahme gemacht, die allerdings verkackt, weil ich vergessen habe, das Mikro anzuschalten. Ich gucke nochmal nach. Jawohl, jetzt ist es auch an. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. So, sieht aus wie eine ganz normale Map. Hier steht aber was dran. Hallo lieber Minecraft-Spieler und willkommen zu Escape Island oder Fluchtinsel. Eine zusammengewürfelte Abenteuer-Map, also Karte bei Zika oder wie man den noch ausspricht, gemacht. Die Regeln. Man darf keine Blöcke zerstören, außer Blätter und wenn es nur, es sei denn natürlich auch, es steht ein Schild da, ja, kannst alles kaputt machen. Dann darf man auch nur die Items benutzen und irgendwo platzieren, die man in Kisten oder Öfen findet. Dann darf man nichts aus irgendwelchen Spendern klauen und immer auf Peaceful spielen. Jetzt gucke ich mal kurz nach. Ja, ich alte Pussy spinne immer auf Peaceful. Immer wenn man ein Schild mit dem Mülleimer sieht, muss man... Alter. Also immer wenn da irgendwo Trash, also Mülleimer draufsteht, muss man alles wegschmeißen. Ach so, ja gut, das gehört zusammen. Also man muss alles in das Ding reinschmeißen, außer Diamanten, eine Karte und Essen halt. Dann gibt es jetzt noch ein paar Tipps. Man kann Betten benutzen mit einer 50% Chance, dass man speichert. Dann kann man Wollblöcke verbrennen. Also ich könnte jetzt, wenn ich lustig bin, wenn ich ein Feuerzeug hätte, einmal herumlaufen als verbrennen. Dann darf man kein Eis oder Stein dahin packen. Das wird man bedauern. Dann soll man auf seine Umwelt achten. Diamanten... Achso, die geben, also Diamanten geben Punkte und das kann man dann im Forum posten, wo ich das auch runtergeladen habe. Link packe ich auch nochmal in die Beschreibung. Und jetzt sollen wir hier runterspringen. Und da sehe ich auch schon eine erste Kiste. Das ist von hier oben relativ einsichtig. Noch was hier irgendwo zufällig? Noch eine Kiste, mittendrin. Na super. Und was ist... Noch eine Kiste. Aha! Ich habe die erste geheimnisvolle Kiste gefunden. Und Diamanten sind da gleich drin. Das ist ja super. Gut, dann würde ich sagen, tauchen wir ab in die wunderbare Welt von Escape Island. Platsch. Huch, ich will hier wieder raus. Okay. Also das hier ist das Haus von Matthew. Er sagt, er hat uns getroffen, beziehungsweise er hat uns gefunden. Und er ist jetzt fischen, da sollen wir gleich hinterher. Aber erstmal möchte ich gerne diese Truhe öffnen. Bevor ihr mich fragt, nein, ich bin kein Pro hier drin. Ich spiele das zum ersten Mal, es ist Blind Let's Play. Ich muss hier nur runterkommen, ohne dass ich mich voll abmaule. So. Schlüpp. Martin. Schnüff. Nee, ich bin ja kein herzloser Schuft. Kommt man da auch irgendwie rein? Ja. Hallo. Was haben wir denn noch so schön alles? Brot. Ganz viel Brot haben wir hier. Und eine Karte. Die nehmen wir natürlich gleich mal zur Hand, würde ich sagen. Gucken wir einfach mal rauf. Wir sehen sehr viel. Gut. Was haben wir denn im Ofen? Noch einen Diamanten. Hier haben wir noch einen Keller. Oh, schade. Man kommt hier nicht rein. Schade. Wäre lustig gewesen. Ah, hier sind nochmal vier Diamanten drin. Das ist sehr super. Perfekt. Und gar nicht schlecht gemacht. Beziehungsweise hat er gar nicht schlecht gemacht. Gut, ich sehe jetzt soweit nichts mehr. Zu der Farm. Darf man die Dinger hier eigentlich abbauen? Ich weiß es nicht. Deswegen lasse ich es mal lieber. Wenn ihr wisst, ob man die abbauen kann, dann belehrt mich gerne eines Besseren. Aber ich habe hier doch irgendwo noch die Kiste drauf fliegen sehen. Wo war die denn?
Fountain of the Order. Oha. Ah, nein, man kommt hier nicht rein. Ich will hier rein. Ach, nee. Nochmal 3 Diamanten. Jetzt haben wir schon 11. Gut. Öpp. Hier kommt man also hoch so weit. Das ist gar nicht schlecht. Aber wo ist die dämliche Kiste? Hm. Die war hier doch... Eigentlich war sie hier direkt drauf. Sieh das? Nicht hier reingehen, wieso? Ach, nee. Hier ist noch einer. Kann man dafür Blätter auch so kaputt machen? So, nochmal 4 Diamanten drin. Und mehr sehe ich eigentlich... noch mehr. Guten Tag, noch ein Diamanten. Hm, komm schon. Ich will auf den Baum. Ich will auf den Baum. Ich bin ein Baummensch. Lass mich auf den Baum. Danke. Ha. Wow. Verdammt. Hier war doch noch irgendwo. Da nicht. Da auch nicht. Da oben ist die noch, die Kiste. So, aber wie komme ich da hoch? Ha. Aua. Das tat weh. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ich habe mir auch nicht duckend rein oder sowas. Ich habe keine Kanone oder sowas drin. Wie kann man da hoch? Ach, muss man etwa... Oha. Das sieht mir... ganz nach einer Art Parkour-Rennen aus. So. Ja, und ich glaube, ich liege sogar richtig. Okay. Wieso weiß ich eigentlich, hätte ich den zerstören müssen, einfach nur. Ich will hier hoch. Ich will hoch. Ich will hoch. 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 Hallo. 7 Diamanten. Das ist natürlich nicht schlecht. Hep. So. Ich denke mal, wir haben mehr als abgefrühstückt. Aber deswegen würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Dort, wo man fischt. Ist hier irgendwie was noch? Zufällig? Auf jeden Fall wird es Nacht. Mein Schlüpfer anhalten. Wir haben nur begrenzten... Ah. Wir haben eine Truhe. Aber erstmal auftauchen, würde ich sagen. Und wieder hoch. Puh, Gott sei Dank. Unglaublich. Schrecklich. Es geht einfach auf die Nerven. So. Ja. Unconscious. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Wahrscheinlich bewusstlos, also was ähnliches. Ja. Please wait for me. Ja, ja. Ich glaube, ich gehe ihn gleich suchen, verdammt. Gute Nacht. Hallo? Jemand da? Coole Farm. Da war ich, glaube ich, schon dran. Ja. Ha. Suchen wir mal den Strand ab. Da sehe ich auf jeden Fall einen Hebel. Das ist schon mal gut. Bringt das irgendwas? Hm. Hat jetzt irgendwas gebracht, dieser Hebel? Also kann auch sein, dass ich einfach nur zu doof bin dafür, aber... Macht dieser Hebel irgendetwas? Na, ich habe ihn jetzt runtergedrückt. Ich hoffe mal, das reicht. Suchen wir einfach mal weiter. Vielleicht finden wir noch wen. Ist auf jeden Fall eine ganz harte Steilküste hier, muss ich sagen. Was schwimmt denn da? Ein Ei. Kurz auftauchen. Mal sehe ich hier eine Spur. Oder ist das nur Einbildung? Ich glaube, das ist nur Einbildung. Gut, schwimmen wir mal zurück. Na, na, na. Ha. Ich wette, hier ist noch, sind noch ganz, ganz viele Truhen.
Ah, sag ich doch. Was schwimmt da bzw. ist da mitten im Sand? Eine Truhe mit 5 Diamant. Perfekt. Ich bin erst auch noch ein Poet geworden. Gut. Aber wo ist dieser Matthew? Hallo? Wer da? Wer dort? Ich weiß gar nicht, darf man Schweine schlachten oder Tiere allgemein? Ja, hier sind wir wieder im Steg. Ist hier noch irgend... Oha. Oha. Das ist bestimmt nicht gut hier. Ich will gar nicht rein. Nein, ich bleibe draußen. Nee, ich würde sagen, ich lade erstmal erst ein Part hoch, guck, wie viel der auf Begeisterung stößt. Und wenn es viel ist, sage ich einfach, ja gut, mache ich das Let's Play weiter. Was weiß ich, wenn es nur 4, 5 Popelige sind, dann sage ich, nee, lass mal sein. Und ja, aber ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich würde mich um eure Unterstützung bemühen, wie auch immer. Ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Naja, lasst es mich wissen, falls ihr mehr haben wollt. Ich sage tschüss, man sieht sich in der Nacht. Das funktioniert ja wieder grandios, deswegen würde ich sagen, gehe ich mal kurz raus. Und guck einfach mal, was da so großartig drin ist. Oder bin ich so nett? Bin ich so nett? Nee, ich... Achso, die habe ich auch schon, ne? Ja. Scheiße. Also hier oben würde ich sagen, habe ich erstmal alles abgeklappert. Und da möchte ich euch noch bitten, bitte nicht spoilern oder sowas. Ihr könnt mir gerne nett gemeinte Ratschläge geben. Aber nicht sowas wie von wegen, ja, geh da und da längs, dann mach das und das. Und dort siehst du dann natürlich auch das und das. Und wenn du nicht vollkommen verblödet bist, kannst du dann da längs gehen. Und dann reimst du dir zusammen, wie man das machen muss und sonst was. Aber das Einzige, was ich mir wirklich spoilern könnte, ist, wofür ist dieser dämliche Schalter da? Naja, ich sag jetzt erstmal tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.